Ja, Vorsicht hier, Stufe. Zwei Stufen. Silvia Ackermann umgibt sich gern mit starken Männern. Immerhin wiegen manche ihrer Instrumente mehrere hundert Kilogramm. Und die müssen vorbei am Obst- und Gemüsehändler in eines der für Miltenberg so typischen Hinterhäuser. Ein 200 Jahre alter Flügel findet hier gerade sein neues Zuhause. Und der stimmt die Sammlerin besonders glücklich. Auf dem Instrument habe ich meine Liebe für historische Instrumente entdeckt. Da habe ich meinen ersten Ton gespielt. Und jetzt ist es bei uns. Toll. Bei uns, das sind ihr Lebensgefährte Georg Ott, einige gutmütige Träger und der Klaviersalon. Ein Haus voller historischer Instrumente. So eine Sammlung sucht ihresgleichen, denn sie umfasst die Vielfalt der Epochen. Vorerst kommt die neue Errungenschaft in das Lager. Perfekt. Da ist sie in guter Gesellschaft. Dieser Boisselot ist eine absolute Rarität. Davon gibt es weltweit nur noch eine Handvoll. Höchstpersönlich holte die Sammlerin dieses Tafelklavier aus England. Und dieses Cembalo wurde für umgerechnet 400.000 Euro in den USA verkauft, stellte sich aber schließlich als Fälschung heraus. Aus lauter Frust verschenkte der Käufer das Instrument. Doch keinem der 30 Instrumente fühlt sich Silvia Ackermann so nah wie dem, das gerade eben ankam, aus einer Frankfurter Privatwohnung. Vor 15 Jahren erwachte damit ihre Leidenschaft für historische Instrumente. Klingt toll. Klingt einfach toll. Das ist für mich der historische Klang. Das ist für mich der Klang des 18. Jahrhunderts. Das ist einfach toll, dass man das spürt, dass es so nah ist. Nah ist ihr auch Georg Ott. In ihm hat sie den perfekten Mann getroffen. Der Restaurator aus dem Germanischen Nationalmuseum Nürnberg verbringt jede freie Minute in Miltenberg. Die Instrumente kommen in ganz unterschiedlichem Zustand an, aber das meiste ist in wirklich sehr restaurierungsbedürftigem Zustand. Aus dem Grund, weil nur kaputte Instrumente sind meistens auch bezahlbar. Letzten Endes lebt so ein Projekt von dem Feuer, das man da reingibt, und da werden keine Stunden gezählt. Insofern ist ein Instrument, das wir hier restaurieren, unser Baby. Es entsteht hier, es wird hier zum Leben erweckt, und deshalb lieben wir diese Instrumente auch so. Clara, du spielst heute dein Stück von Robert Schumann auf einem ganz anderen Instrument als sonst in der Musikschule, nämlich auf einem historischen Instrument, auf dem vielleicht Robert Schumann auch mal gespielt hat, als er in Österreich zu Besuch war. Clara ist eine von 25 Schülerinnen der freischaffenden Musikerin, die selbst früh anfing. Klavier, Orgel, Geige und Zither spielte Silvia Ackermann als junges Mädchen. Nun will sie ihre Liebe zur Musik weitergeben, und deshalb gehört zum Klaviersalon ein Gästehaus. Die Sammlung alter Instrumente lockt viele Musiker nach Miltenberg. Die können hier verweilen und spielen. Vor allem für die Studierenden finde ich das toll, weil ich selber war eine Studentin mit Visionen und ich habe das nicht kennengelernt in meiner Studienzeit, das historische Instrument. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass Studierende das schon kennenlernen, um sich auch entscheiden zu können, mache ich jetzt mit meinem modernen Instrument weiter oder gehe ich den Weg mit dem historischen Instrument. Mit ihren Instrumenten geht sie auch auf Konzertreisen. Dahinter steckt immer ein gewaltiger logistischer Kraftakt. Auch hier unterstützt sie Georg. Zeit hätte für ein Funkkonzert mit ihm. Und das ist einfach einer unserer besten Künstler, oder? Ja, auf jeden Fall. Das Klavier, welches heute Morgen erst zur Tür hereinkam, soll bereits beim nächsten Konzert im Mittelpunkt stehen. Und dazu muss es hoch hinaus, auf die Miltenburg. Es ist so, wie wenn sich ein Kreis schließt. Ne? Das war ja damals ja auch eher unfreiwillig. Ich wollte eigentlich gar nicht dieses Instrument spielen. Aber ich wurde quasi genötigt, spiel doch mal hier einen Ton, ein Stück. Und ich habe mich sofort verliebt und ich wusste sofort, das ist meine Vision von Klang und von Klavierspielen. Das war mir in der Sekunde, wo ich das selbst gespielt habe, sofort klar. Dabei lohnt sich auch stets der Blick unters Klavier. Mit den Knien steuert Silvia Ackermann die Dämpfung.
Ihre Sammlung kann sich sehen und hören lassen. Und damit lockt sie hochkarätige Pianisten und Musikliebhaber nach Miltenberg.